So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Franz Zockt. Heute mit einer CAW-Vorstellung. Und bevor ich mit der eigentlichen Vorstellung anfange von Maxine, einer Diva, bekannt aus NXT von der WWE, will ich euch sagen, ja, falls ihr Vorschläge habt, was für CAWs ich in SmackDown vs. Raw 2005 machen soll, dann schreibt mir diese doch bitte in die Kommentare. Und ja, was ich für CAWs machen soll oder welche ich vorstellen soll, die ich schon gemacht habe. Ein paar habe ich runtergeladen, ein paar habe ich selbst gemacht, zum Beispiel Sin Cara habe ich selbst gemacht. Zack Ryder habe ich selbst gemacht, Thumbtack Jack habe ich selbst gemacht, Unico, Daniel Bryan, Dolph Ziggler habe ich selbst gemacht, Sheamus und Alberto Del Rio habe ich selbst gemacht. Ja. Falls ich von denen erstmal einen Vorschlag vorstellen soll, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Und wer weiß, wenn ich vielleicht mal genug zusammen habe von den neueren, also die aktuell im Roster sind von der WWE, mache ich vielleicht so ein Safe State Paket. Und dann, wenn ihr das Spiel habt oder euch irgendwo besorgt habt, also SmackDown vs. Raw 2005, und ihr diesen Safe State einspielt, dann könnt ihr auch mit diesen ganzen CAWs spielen. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr sowas haben wollt. Wir fangen jetzt einfach mal an, oder ich zeige euch, wie ich Maxine erstellt habe. Im Anschluss des Videos kommen auch noch die Signature Moves und die Finisher. So, ich habe das Outfit gewählt, was man wahrscheinlich am meisten von ihr kennt. Das, ja, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, ihr seht das ja. Und ich muss sagen, das war gar nicht so einfach, es ist auch nicht perfekt gelungen und so weiter. Vom Face her sowieso nicht, weil überhaupt nicht klar war, so wenigstens das Outfit war ganz schön schwer, weil ihr seht ja da unten, die hat er da so Netzstrumpfhose an oder Strapse, keine Ahnung wie man das nennt, und darüber sieht man halt noch freies Bein, so, und das ging aber nicht so einfach, und dann musste ich folgendermaßen machen. Ihr könnt ja mal gucken, hier bei den ganzen Ebenen sind insgesamt 27, wenn man jetzt hier mal guckt, Moment, ich mach mal hier Display Setup, so. Ganz unten, ne? Da ist eine Strumpfhose da, die ist bis zum Bauchnabel, sage ich jetzt mal. So, darüber, ich zeige euch das Ganze mal von, das sind alles Strumpfhosen. So, ganz unten ist eine Netzstrumpfhose und darüber sind zwei kürzere, normale Strumpfhosen. So, gucken wir uns das Ganze mal an, dann sehen wir, das, was ich gerade weggemacht habe, war eine Strumpfhose und nicht die Haut. So. Okay, und dann, also da unter ist die Strumpfhose, damit man diesen Streifen hat. So. Ja. Und so läppert sich das alles zusammen. Und ich mach das mal alles wieder weg. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Also das war eine ganz schöne Arbeit. Ich habe da mich ein paar Stunden mit beschäftigt, bis ich das erstmal alles da so hingekriegt habe. Und vor allen Dingen auch der Ausschnitt, ne? Den konnte ich auch nicht so einfach machen. Da gab es nämlich nicht so was von dem Outfit, was ich haben wollte, was die öfters anhat, so wie ich das haben wollte, sondern ich musste diesen Ausschnitt nach und nach mit Formen machen. Wenn wir uns das mal angucken und irgendwie färben, dann sehen wir, ist das Ganze aus so ganz kleinen Formen zusammengesetzt. Ja? Also das sind alles nur irgendwelche, also das ist im Prinzip, als hätte man was an, Pullover oder so, und da malt einer was drauf. Oder hat Sticker darauf geklebt oder so. Ja, das waren eigentlich die zwei schwersten Sachen. Und halt das mit den Ebenen so konfigurieren, damit einigermaßen gut aussieht. So. Ja, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wisst, wie man das noch besser hinkriegen soll, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir eure Meinung dazu. Die Signature Moves und die Finisher kommen jetzt. Viel Spaß! Great.